Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga. Beim letzten Mal haben wir Luke Miller besiegt, haben sie in die Flucht geschlagen und jetzt sind wir auf der Suche nach der Sternbohne hier im Keller. Und dann gucken wir auch direkt mal, dass wir die finden, nicht wahr? Ich muss sagen, dass mir die Lachhochschule nicht so krass gefallen hat. Oh scheiße, wie war nochmal das Schema von dem Kacke. Ja, ich muss sagen, dass mir die Lachhochschule nicht so gefallen hat. Weil, ja, keine Ahnung, Alter. Die Musik ist voll verstörend. Voll creepy und so. Und das ist total kacke gewesen. Hat mich nicht so überzeugt. Oh! Damn! Man hat mir in die Kommentare geschrieben, dass diese Bazillen hier verschiedene Eigenschaften haben. Das hat... Ach, kacke, Alter. Wie war der nochmal drauf? Keine Ahnung, Alter. Ja, diese Bazillen haben auf jeden Fall ein Schema, je nachdem, wie ihre Farbe ist. Und, ist krass. Deswegen danke für diesen schönen Tipp. Und, wow. Sternbohne am Start. Sternbohne? Lachbohne. Ja, ich finde, das sah hier gar nicht so aus wie so eine Hochschule. Das sah hier eher so aus wie, keine Ahnung, irgend so ein random Gebäude halt, ne? Okay, wir müssen anscheinend noch ziemlich viele Rätsel hier lösen, bevor es zur Sternbohne geht. Ich hoffe, das zieht sich hier nicht so lange. Oh Gott, Alter. Ich krieg das nie hin. Ich kann das nicht so timen, dass ich die sofort angreifen kann, Alter. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das einfach nicht hin. Ich bin zu schlecht für sowas. Ich muss die so... Ich krieg das nicht hin. Keine Ahnung. Ich kann das so schlecht timen. Besonders ist auch, die dürfen so oft angreifen, nur wir nicht. Die dürfen so irgendwie so zweimal in der Runde angreifen. Die Bazillen, das ist richtig ekelhaft an denen. Ich glaube, ich heile jetzt nochmal mal schnell Mario, Alter. Nope, nicht da rein. Erstmal, dass er sich erstmal einen schönen Pilz frisst. Oh, dammit, Alter, wir sind doch draufgesprungen. Dammit, Alter. Okay. Genau. Wenn er weiter weg ist, dann muss man springen. Wenn er nah dran ist, nicht. So war das, genau. Ach du Kacke. Den habe ich auch noch nie angreifen sehen. Der hat auch was von einem Kettenhund, ne? So ein Roboter-Kettenhund, wisst ihr? Ein Chomp-Hund. Ich glaube, auf die springen wir zuerst, weil deren Angriffsschema ist ekelhafter. Deswegen müssen die schneller weg vom Fenster gehen. Und bang! Ich hab doch gedrückt. An der Farbe am Display... Natürlich. An der Farbe am Display sieht man ja, wen er angreift. Aber ich spring trotzdem immer mit beiden. Scheiß Hunde, Alter. Deren Angriffsschema sehen wir jetzt zum ersten Mal hier. Im Spiel. Obwohl wir denen schon öfter begegnet sind. Aber ich hab die ja immer richtig schnell besiegt, wisst ihr? Weg mit dir. Du Affe. Da! Okay. So, jetzt mit Marios Angriff sollte es eigentlich klar gehen, den direkt zu besiegen, ja. Sehr schön. Okay, da ist ein Rohr. Ich glaube, das Rohr muss gestopft werden. Und da ist auch Wasser, nur ich gucke mich mal eben schnell hier um. Yes! Okay. Ba-ba-ba-ba-da, bam! Ach, kommt, Alter. Müsst ihr echt so angreifen, genau, das meinte ich nämlich, Alter. Müsst ihr genau so angreifen, dass man immer springen muss? Nein, müssen sie nicht. Der Laser-Guy hat auf mich gehört. Das ist schön. Ja, so lobe ich mir das doch, weißt du? Dass wir nicht springen müssen, dass wir hier gar nichts machen müssen. So muss das sein. Okay. Wie sieht es eigentlich mit einem Level-Up aus? Wann werden die denn mal hier wieder auf Level 20 kommen? 428 ungefähr, okay. Im letzten Part sind wir ja mit beiden Charakteren beim Luke Miller-Kampf um 2 Level aufgestiegen. Das war richtig krass. Ich glaube, dass wir jetzt mit Luigi... Oder dass wir Luigi dazu nutzen müssen, dass... Hä? Okay. Das ist komisch. Hä, warum gibt's denn da Wasser? Wenn das keinen Sinn hat. Nein, falscher Knopf. Oh mein Gott, Alter. Ist das ja... Oh. Dankeschön. Ja, auf die Stelle mit dem Wasser, auf die kommen wir nochmal zurück hier.
Nein, falscher Charakter. Oh. Ich bin ein bisschen raus aus dem Spiel, ey. Ich bin ein kleines bisschen raus. Oh, ich hasse euch, ne? Ey, das sind die bis jetzt schlimmsten Gegner hier im Spiel. Genau. Dass man die erst, oder dass man die, was heißt erst? Dass man die sofort angreift, wenn sie auf einen zukommen. Und ich verstehe jetzt nicht, warum die beide nicht sterben, obwohl die beide die gleiche Farbe haben. Das ist ein bisschen kacke. Scheiße. Ich hau entweder immer zu vorzeitig oder zu langsam. Also, oder zu spät. Und ihr seht, der Rot hat zweimal angreifen dürfen. Das verstehe ich nicht. Das ist total scheiße. Naja, passt, Alter. Hauptsache, die sind weg. Mein Gott, Alter, warum muss ich... Oh, hättet ihr denn die anderen Gegner hier reinpacken können? Die Lasergeister sind doch ziemlich easy. Komm. Okay, jetzt muss ich eigentlich nur noch auf den springen, damit der gelb wird und dann sterben alle. Hä? Oh, bitte. Dankeschön. Und Dankeschön, jetzt könnt ihr sterben. Jetzt könnt ihr sterben. Also in das Schema werde ich nie reinkommen. Oh, fuck. Los! Boah, sei doch nicht so hyperaktiv schnell, Mann. Bist du behindert? Alter, zu viel Kaffee oder was? Jetzt, genau. Alter, ist das nervig mit denen. Die sind richtig nervig. Und ich sollte vielleicht so springen, dass ich denen nicht alles abziehe. Okay. Sondern dass sie dann ihre Farbe ändern und selbstständig sterben. Das wäre mal angebracht. Oh Mann, Alter. Ich bin zu doof. Ich bin zu doof für diesen scheiß Erstangriff, Alter. Dafür bin ich viel zu behindert. Ich glaube, ich mache eine Bros-Attacke auf den Hundi. 33 und der hält da Stand wie behindert. Dafür geht er da drauf. So muss das sein. Okay. Wir machen aber auch recht viel Erfahrungspunkte für die Kämpfe, ne? Immer so 60 Stück. Das heißt, wenn wir so 8 Gegner treffen, ist das Level-Up schon erreicht. Und diese... Der Urkolben ist sowieso am behindertsten. Ja, komm, ich bin auch gesprungen, ey. Bitteschön. Danke, Mario, Alter. Und plus 50 Angriff, Alter, oder so. Das ist voll krass, Alter. Unterirdisches Kraftwerk. Mhm. Speichern wir nochmal schnell. Nee, also der Urkolben, ey, der ist richtig behindert, ey. Den hasse ich am meisten neben diesen scheiß Bakterien da. Die sind genauso ekelhaft. Okay. Ich meine, das mit dem Kraftwerk, das kann ich ja in der Lachhochschule noch verstehen, weißt du? Irgendwo muss ja der Strom herkommen und so, weißt du? Das verstehe ich da noch, aber dann... Keine Ahnung, das sah für mich nie wie eine Hochschule aus, sondern... Keine Ahnung, random Gebäude halt, ne? Wie ich eben schon gesagt habe. Ich meine, klar, es gab Räume. Es gab natürlich Räume, wo... Was ist mit dem los? Hat das zu bedeuten, dass wir bei dem jetzt nicht springen dürfen, sondern den Hammer nutzen? Weil wenn wir auf die drauf springen, kriegen wir dann einen Stromschlag? Soll ich das mal ausprobieren? Hä? Oder ist das bei denen so eine Stufe, dass sie irgendwie stärker werden oder so? Keine Ahnung. Und das war mal ein tolles Level von Luigi, Alter. Fast alles plus 2. Bart sogar plus 3, so muss das sein, Alter. Schön. Na, was sagt die Verteidigung? 2er und... Ist da eine 5 bei? Tatsächlich, Alter. Boah, stell dir mal vor, wir hätten die 5 bekommen. Aber plus 3 ist auch geil. Hm. Und klar, es gab hier Räume, in denen... Oh. Da muss man irgendwie draufschlagen, glaube ich. Es gab hier natürlich Räume, klar. Die hatten was Bildungsmäßiges. Zum Beispiel diese Blockgedönse da. Wenn ihr wisst, was ich meine. Der Raum mit den Blöcken. Das war doch relativ cool. Dankeschön. Ach du Kacke, heißt das, wir müssen wirklich 4-mal treffen? Damn. Wir haben, glaube ich, nur einen Fehlversuch jetzt noch. Dann war's das. Scheiße, ey. Ich muss mich auch genauso hinstellen, dass er auch trifft. Jetzt zum Beispiel. Verdammt. Scheiße, Alter. Jetzt muss beides klappen, ansonsten muss ich das wieder von neu starten, glaube ich. Oder es
Kann auch sein, dass die hier irgendwie so Gegner... Na, okay. Alles klar. Hä? Ach, wir haben doch noch einen Versuch. Okay. Was macht... Hä? Ach, Luigi, schlag doch zu, Alter. Ist das dein Ernst? Was? Alter. Der ist ja voll am rumwackeln, Alter. Was geht mit dem ab, Alter? Zu viel Kaffee getrunken, oder was? Dankeschön, uns hat geklappt, Alter. Schön. Der Raum hat sich geöffnet dadurch, dass da Strom reinkam. Wie random. Gut, ich dachte nämlich zuerst, dass man da irgendwie raufschlagen muss, aber dem ist da nicht so, oder? Nee, ich dachte, das wären so Knöpfe, die man aktivieren muss, aber das macht jetzt keinen Sinn. Oh, wir stehen auf dem Strom oder wir gehen am Strom entlang und kriegen keine gewischt. Ist das geil. Bohne! Ich habe sie zuerst gesehen. Noch eine Bohne, geil. Ich meine, ich sammle die sowieso nur aus Jux und Tollerei. 100% mache ich ja nicht, wie gesagt. Und da müsste die Sternbohne sein. Ich denke nichts Böses und plötzlich kommt mir die Sternbohne vor die Füße. Na, wenn es Schätze regnet... Kann das nur eins bedeuten, heute ist mein Glückstag? Oder liegt es etwa an meinem Talent als Dieb? Jawohl, Wahnsinn, Chefmann! Hallo! Hey, Azubi! Jawohl! Wenn ich mich meine Augen nicht täuschen, sind das da drüben doch der Rote und der Grüne von neulich! Na? Oh Mann, das ist genauso wie beim letzten Mal! Voll daneben! Hey, Azubi! Jawohl! Wiederholungen sind doch deine Spezialität, oder? Es sieht schon wieder nach einem Kampf aus. Oh nein. Jawohl. Wir legen erstmal die Sternbohne beiseite. Damit es ein fairer Kampf wird. Die Etikette muss bewahrt bleiben. Och nein, Alter. Ja, fick dich doch, Alter. Der hat mir bestimmt einen Superpilz geklaut, Alter. Ob der Kampf genauso abläuft wie beim letzten Mal, habe ich keine Ahnung, Leute. Ich gehe aber trotzdem wieder auf Bowser. Korrekt, Alter, sehr schön. Schon direkt ungefähr 40 Schaden gemacht, so muss das sein. Etwas unter 40, glaube ich, und ich werde jetzt Luigi erstmal heilen. Ja, jetzt halt er noch, genau. Jetzt halt er noch den Bowser. Was geht mit dem ab, Alter? Nee, ich gehe trotzdem auf Bowser drauf. Es ist mir egal. Da muss ich halt gleich aufpassen, dass der Klot mir keine Items klaut. Das wäre dann das Mindeste, was ich tun könnte. Oh, 32 Schaden, Mann. Was geht? Nein! Was soll ich denn tun? Was soll ich denn machen, Mann? Chef, die beiden sind doch ziemlich kräftig. Es muss wohl sein. Jetzt kommt die Spezialtechnik. Ach, die haben auch eine Spezialtechnik? Was? Wir standen doch mitten da drin und wurden nicht getroffen. Puh, na? Unsere Paaraktion ist auch nicht schlecht, was? Geht, Alter. Die hat mir randommäßigerweise nichts abgezogen, obwohl sie hätte müssen. Ist mir egal. 32 Schaden macht das, okay? Genauso wie Luigis. Also die scheinen echt vom Angriff her nah beieinander zu liegen. Ja, das war klar, dass er jetzt geheilt wird. Aber wir machen immer so... What? Was ist denn das für eine scheiß Paaraktion? Okay, das war mir Glück als Verstand, aber ist mir auch recht. Wir machen ja ungefähr immer so 60 Schaden pro Runde mit den beiden Paaraktionen. Deswegen passt das auch ein bisschen. Da gönne ich denen die Heilung so ein bisschen, ja. Sehr schön, ey. Das ist, ich glaube, das erste Mal aus beiden Kämpfen, dass der getroffen hat. Scheiße. Aber sonst ist das Schema von denen recht easy, Alter. Mhm. So, jetzt noch einmal. Und, ey, dann müssen die doch platt am Boden liegen, oder? Was meinst du? Wäre doch mal angebracht jetzt. Nicht? Hey, oh, ich hab doch gemacht, Mann. Ist das dein Ernst?
Okay. Ach, fuck, Alter. Oh! Ja, wenigstens kann ich gut ausweichen. Das ist das Mindeste. Wobei Bowser jetzt geheilt wird gleich. Es sei denn, er überlebt das nicht. Yes! Denk nicht, ich käme nicht wieder. Boah! Ah, Azubi! Was? Wir kämpfen trotzdem jetzt gegen dich? Hast du an einer Klatsche? Verdammt! Ja, das merke ich mir. Ja, war klar, dass der jetzt abhaut. Du Penner. Und Mario ist Level 20 geworden. So muss das sein, Mann. Sehr schön. Okay. Wir gehen auf den Angriff. Damit wir so hoffentlich die 70 erreichen, nicht wahr? Da war doch gerade eben die 5, Alter. Schade. Brablub. Brablub. Oh. Oh, chill, Sternbohne, Mann. Was zum? Der Schatz will abhauen. Habt ihr sie noch alle? Genau, heftet euch auch noch dran. Sehr schön. Und da fliegen wir aus dem Palast. Was heißt aus dem Palast? Aus der Lachhochschule. Er rutscht ab. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ich bin doch... Ja, ich bin... König Bowser. Und warum fällt ihm das jetzt ein? Warum das? Oh, die Sternbohne, sie hat sich in 4 Hälften geteilt. Ostbohnenland, Isla Hihihi. Mario! Mario! Oh, da liegt er doch. Und wird von den Krabben gemobbt. Ja, da hauen sie ab, ey. Aber ich muss auch sagen, dass Luigi echt furchteinflößend ist. Ich wäre auch vor dem abgehauen, wäre ich eine Krabbe. Ja! Oh, yeah! Okay. Gut, dann sind wir jetzt auf der neuen Insel. So muss das sein, das ist schön. Isla Bohnenland, oder wie hieß die? Wie hieß die nochmal? Aber endlich weg von der Lachhochschule, Alter. Isla Hihihi, ach so. Ostbohnenland war das auch, ne? Okay. Macht Sinn, es könnte ungefähr sein, dass in der Karte da dieses Meer war. Und neue Gegner am Start und ein Radio ist da. Was ist, geht denn hier ab? Hier liegt ein altes Turmbandgerät, abspielen, aber sofort. Eine Woche ist vergangen, seit die Grinsologie-Expedition auf diese Insel gelandet ist. Die rätselhaften Lebewesen, welche diese Insel bevölkern, nennen wir Gekicher. Sie bemühen sich, wie wir, mit Sprache zu kommunizieren, aber man versteht sie kaum. Okay. Ist wohl so ein bisschen lehrreiches, eine lehrreiche Expedition hier. Was geht? Nur wo geht's denn hier lang? Da ist ein Tempel. Bist du ein Gegner? Oder können wir mit dir reden? Das hier Donnerpalast, nebenan Feuerpalast. Okay, ein Donnerpalast. Okay. Oh Gott. Ja gut, Alter, vielleicht lernen wir hier schon ein paar neue Techniken, kann auch sein, ne? Ich meine mich zu erinnern, dass man hier was gelernt hat. Was mit Feuer und Donner. Mal schauen, Alter. Los! Puh, Gekicher jetzt erschöpft. Ach, ihr seid die Gekicher, von denen alle reden? Alle reden darüber. Na? Ich sei ein wahrer Donnermeister oder wahrer Lügner. Ich glaube eher, du bist ein Lügner, Freundchen. Hör mal, das macht dich aber nicht bezahlt. Bist du behindert? Okay, hier geht's in den Donnerraum. Na? Du kannst uns nennen Gekicher, aber nicht Frage nach Grund. Warum nennt ihr euch Gekicher? Wofür steht das G? Das würde ich gerne erfahren. Für das Kicher ist ja klar, hier. Bodenland und so, alle lachen und so. Alles ist funny und so. Alles ist funny frisch. Aber warum G? Ah, wir müssen mit dem Hammer draufhauen. Cool. Voll der heftige Schutz. Hä? Ah! Na!
Mario! Wer ist das denn? Alter! Du, der du dich zum Donnerpalast verirrt hast. Dies ist ein Ort der Übung für wenige Auserwählte. Weder weiß ich, wie du... Hä? Weder weiß ich, wie du diesen Weg fandest, noch wie du Zugang erlangt hast. Doch du bist nicht erwünscht an diesem heiligen Ort. Und darum ziehe von dannen. Nö. Jetzt machen wir das, was alle normalen Menschen machen. Berühren. Berühren. Oh, Luigi scheint echt was gelernt zu haben. Nur was? Was könnte es sein? Oh nein! Was bist du für ein Narr, dass du es wagst, den großen Donner zu berühren? Aber wenn du den Donner berühren kannst und nicht von seiner Macht vernichtet wirst... Hast du womöglich die Gabe der Donnerhand? Wohlan, so sei es denn. Ich werde dich in die Kunst der Donnerhand einweihen. Ja, geile Scheiße. Drücke R, um die Macht der Hand auszuwählen. Thunder heißt das bestimmt, ne? Thunder. Genau. So wie ich mich entsinnen kann. Halte erst A gedrückt, bis du genügend Energie gesammelt hast. Und lass den Knopf los. Damit kannst du einen Sturm von Donner und Blitz entfachen. Nun, versuch es doch einmal. Okay. Cool. Luigi hat die Donnerhand erlernt. Boah, wir sind voll die Kings, Mann. Ja, ausgezeichnet. Setze die Kraft mit Bedacht ein, wenn ein Gegenstand den Eindruck erweckt, er könnte Strom leiten. So lebendig habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Hä? Luigi überlegt, was ist mit dem los? Sowas lerne ich laufen, ich bin Luigi. Nein, nicht der, nicht der, ne? Gesundheit. Sorry, Leute. Hatte kurz, ne? Wisst ihr Bescheid? Na, Mario? Na? Na? Okay, da haben wir jetzt die Donnerhand erlernt und dann sind wir mal gespannt, was Mario erlernen kann, ne? So, im Prinzip, wenn Luigi was lernt, dürfte auch Mario was lernen. Und das ist ja hier der Donnerpalast. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns nach einem nächsten Palast um. Aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao.